Also wenn man keine Kollaterale hat und dann viel von der Alge isst, bekommt man welche. Ist das wahr oder ist das falsch? Ich erzähle euch jetzt was über Algen und über Schlaganfall. Ich habe jetzt was gezeichnet. Das soll ein Blutkreislauf oder Teil vom Blutkreislauf darstellen. Wir haben schon vorhin beim Philipp was über Blut gehört. Und hier in meiner Zeichnung fließt das Blut jetzt von links nach rechts. Das kommt also über die Arterien und fließt dann weiter und kommt dann in die Kapillaren. Und in den Kapillaren, das wissen wir ja eigentlich schon alle, wird eben Sauerstoff und Nährstoffe freigegeben. Und so wird eben das Gewebe überall im Körper, das ist richtig faszinierend, aber jede letzte Zelle im Körper kriegt über diesen Kapillaren eben Sauerstoff und Nährstoffe. Und dann wird das Blut wieder abgeleitet über die Venen. So, das war jetzt einfach. Ne? Das war so ein bisschen als Einführung. Es wird aber ein bisschen komplizierter, weil es sind nicht nur alle Gefäße miteinander verbunden, also von der Arterie über die Kapillaren zu den Venen, sondern manchmal sind Arterien auch miteinander verbunden. Das sieht ein bisschen anders aus. Das ist jetzt mal ein Gehirn. Ja, sieht ein bisschen wie ein Schwamm aus, aber ich sage euch, das ist ein Gehirn. Steht ja auch da. So, und da sind jetzt zwei Hauptarterien im Gehirn. Die sind total wichtig, weil die versorgen ja unser Gehirn mit Nährstoffen und Sauerstoff. So, und jetzt wissen wir wahrscheinlich alle, was passiert, wenn einer davon verstopft wird. So mit einem schlimmen, bösen, schwarzen Klumpen. Dann gibt es nämlich einen Schlaganfall. Und dann heißt das, dass ein Teil des Gehirns keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und das ist natürlich schlimm. So, es gibt aber eine Chance, nämlich wenn diese zwei Arterien über spezielle Gefäße miteinander verbunden sind. Das gibt es tatsächlich, müsst ihr mir jetzt echt glauben, die heißen Kollaterale. Diese Kollaterale, also normalerweise gibt es ja wenig Sinn, zwei Arterien miteinander zu verbinden. Ja? Da fließt auch kaum Blut durch, die sind total klein und total schwach und normalerweise werden sie nicht gebraucht. Aber wenn dann eine von den zwei Arterien verstopft wird, ist es total cool, weil nämlich dann die Kollateralen helfen können und dann wird eben der betroffene Bereich kleiner, weil dann Blut über diese Querverbindung quasi doch den Bereich erreichen kann. Also total cool, wenn man Kollaterale hat. Manche haben die nicht. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schade für die Leute, die sie nicht haben, weil wenn sie einen Schlaganfall hätten, dann haben sie ein größeres Problem als jemand, der die Kollaterale hat. So, und dann kommen natürlich die Forscher und fragen sich, okay, warum haben manche Leute Kollaterale und manche nicht? Wir wollen ja, dass alle Kollaterale haben. Und bis jetzt ist wenig darüber bekannt. Wahrscheinlich liegt es an genetischen Unterschieden zwischen den Leuten. Es wird fleißig dran gearbeitet und seit kurzem gibt es auch eine Möglichkeit, wissen wir jetzt davon, wie man die Anzahl von Kollateralen erhöhen kann. Also es gibt doch eine Chance für die Leute, die keine Kollaterale haben. Und das ist nämlich diese Alge. Die heißt mit dem wunderschönen Namen Gracilaria. Es wird auch total viel in der japanischen Küche verwendet. Also es gibt so einen Salat, soll total lecker schmecken, habe ich gehört. Und wenn man viel davon isst, bildet man eben mehr Kollaterale aus. Wie funktioniert das? Das, was die Alge tatsächlich enthält, ist so ein bisschen Gelee-artig, so ein bisschen wie Agar-Agar. Das kennt ihr vielleicht, das ist so eine vegane Alternative von Gelatin, also quasi Haribo. Ne? Ist aber nicht ganz genau das, es sieht nur so ein bisschen so aus. Was passiert dann also, wenn man das isst? Naja, das ist jetzt hier das gleiche Gehirn, die gleichen Venen. Also die Tröpfchen von diesem Stoff, die schwimmen so ein bisschen in den Arterien herum und die machen quasi Mikroverstopfungen und dann können die Arterien, also diese Kollateralen, von denen ich gesprochen habe, sich eben verstärken. Also die üben quasi, das ist so eine Trockenübung für quasi so einen Mini-Schlaganfall. Tut aber nicht weh, merkt man auch nicht, ist aber total cool. Und jetzt habe ich
Ja, hier nochmals Übersicht zusammengefasst. Also wenn man keine Kollaterale hat und dann viel von der Alge isst, bekommt man welche. Ist das wahr oder ist das falsch? So, jetzt sind wir mal gespannt. Echt oder falsch? Also ich muss sagen, ihr seid voll gut, weil ihr habt mich echt alle dabei erwischt, schamlos zu lügen. Naja, nicht so ganz schamlos, ein Teil war wahr. Also das mit den Kollateralen stimmt wirklich, manche haben sie und wenn man sie hat, ist es viel besser, wenn man einen Schlaganfall kriegt. Das mit der Alge, naja, man kann sie essen, die schmecken auch, aber es ist noch nicht bekannt, dass sie für irgendwas helfen soll. Vielen Dank.